Hier präsentieren wir die 5 beste Akku-Heckenschere-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Bosch Akku-Heckenschere AS 50 bis 20 Li. Die Heckenschere AS 50 bis 20 Li ist ideal für die Pflegemittel großer Büsche. Die innovative Quick-Cut-Technologie garantiert, dass sowohl Äste als auch Äste erstmals reduziert werden, sodass ein schnelles und zuverlässiges Buschschneiden möglich ist. Die kabellose Heckenschere AS 50 bis 20 Li verwendet eine uneingeschränkte Bewegung mit ausreichender Leistung, ohne dass sich die Schnüre entwirren müssen oder die Gefahr eines Einstichs besteht. Aufgrund des reduzierten Gewichts von nur 2,5 Kilogramm und der idealen Balance können Sie Ihre Hecke mühelos und auch ohne große Initiative reduzieren. Nummer 4. Einhell Akku Heckenschere GECH 1846 Li Solo. Die kabellose Heckenschere GECH 1846 Li ist ein effektives Werkzeug, das dank seines geringen Gewichts und seiner geringen Größe die gezielte praktische Wartung von Büschen sowie Büschen auf großen Stockwerken und auch Scheiben unabhängig von der Stromversorgung ermöglicht. Das Metallgetriebe sorgt für eine lange Lebensdauer und die Klingen aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl sorgen für ordentliche Reduktionsergebnisse. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Black Plus Decker Akku Heckenschere. Wenn Sie nur eine praktische Hecke haben, die nur zweimal im Jahr geschnitten wird, müssen Sie sich den Black Plus Decker GTC 18502 PC ansehen. Hinter dem komplexen Namen verbirgt sich eine starke kabellose Heckenschere, die aus einem Akku mit 2 Amperestunden und einem Ladegerät besteht und Sie kaum mehr als den Makita ohne Akku zurückversetzt. Dafür reduziert es nicht dickere Äste zusammen mit der Makita, erfolgreich sind es hier 12 mm. Die Laufzeit ist nicht überwältigend, aber es ist okay. Wir mögen den festen Körper und den Anti-Blockierschalter. Es wird gedrückt, wenn es in den Zweigen klemmt. Es sorgt für eine langsame Schnittregelmäßigkeit, die in der Regel die Schere wieder freigibt. Ein negativer Aspekt gegenüber dem Makita ist das höhere Volumen. Nummer 2. Metabo AS 36. Der Metabo AS 36 bleibt genau in der gleichen Lücke wie Makita. Die Heckenschere ist ziemlich leise, aufgrund ihres tragbaren Designs ist sie recht handlich und hat genug Leistung, um sie zu reduzieren. Damit konnten wir problemlos Äste von ca. 15 mm schneiden. Abhängig von der Zähigkeit des Holzes werden 18 mm durchlaufen, was dann sicherlich die Spezifikation des Lieferanten für die Astdichte wäre. Der Preis beträgt absolut 50-100 € mehr als beim Makita, was Sie mit Ladegerät und 3A Akku um rund 175 € zurückversetzt. Die Qualität kann sich lohnen, Metabo gewährt bei der Registrierung nach dem Kauf eine kostenlose Garantie von 3 Jahren. Und die Nummer 1 unserer Liste. Makita Akku Heckenschere. Der Makita DU 523Z hat uns überzeugt. Makita bietet ebenfalls kostengünstige 5A Batterien an, sodass der Testsieger auch für größere Projekte zum Schneiden von Hecken geeignet ist.
Wir sind begeistert von der geringen Lautstärke, da die Makita zusammen mit der Stihl, der Metabo, der Bosch, der Gardena und auch der Works die leiseste Heckenschere in der Prüfung ist. Im Gegensatz zu Gardena und Stihl reduziert unser Makita Äste mit einer Dicke von bis zu 15 mm. Gardena, Bosch, Stihl und andere können sich das nur wünschen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.